Buonasera, ihr Pissnelken. Hallo, wie geht's? Ich bin's. Meredith Grey und dem hier entferne ich gleich noch die Fettleber, meine sehr verehrten Damen und Herren. So sieht's aus. Na, für alle, die jetzt auf Grey's Anatomy gewartet haben, weil das ja normalerweise um 19:15 losgeht, es ist verschoben wegen ist nicht. Ja. Weil uns ist was passiert. Ja, passiert ist das nicht. Uns ist was passiert. Wir haben gewonnen gestern Abend. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen von Ihnen und weiß, warum Sie jetzt eingeschaltet haben. Die Grey's Anatomy-Fans, die es nicht gesehen haben, ich erkläre es Ihnen kurz. Joko und Klaas gegen ProSieben, so hieß die Show, die gestern Abend lief, die haben wir gewonnen. Dafür haben wir dieses Studio hier bekommen und 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung. Guck mal hier, das Studio ist komplett leer. Dass ich das hier alles heute selber aufgebaut habe. Am Arsch die Römer. Das hat er nicht selber aufgebaut, aber danach sind alle weggegangen. Nirgendwo ist hier einer. Wir sind ganz alleine, können machen, was wir wollen. Und wir haben hier den Ideenzettel mit den Sachen, die wir uns so vorgenommen haben für den Fall des Gewinns. Ja. Es ist alphabetisch. Also hier steht zum Beispiel abgammeln, Alf gucken, Amseln imitieren hier oder B. Brez, Beine unnötig sexy übereinander schlagen zum Beispiel. Blumengießen ist auch sehr gut. Oder hier finde ich, das ist ein bisschen, sagen wir mal, Special Interest. Cäsar ausbuddeln und anpinkeln. Das machen wir nicht, oder? Aber Chlamydien verteilen finde ich auch. Ja, das haben wir. Das können wir mal machen. Das sind alles so Dinge. Was haben wir denn hier noch? Gärtnern, aber als Schornsteinfeger verkleidet sein, weißt du? Mit dem gewissen Pfiff. Ja, aber ich finde, gewagt fand ich Frischhaltefolie essen. Weil ich glaube, das könnte interessant werden, was dann passiert. Ja. Was haben wir noch? Hosenlöcher stopfen, Heroin verkosten, hingehen erstmal. Ilmenau zeichnen. In Vino Veritas spielen. Also es gibt schon eine Menge Sachen, die wir noch machen können. Wir machen das auch alles noch, ja. Wir werden ja ProSieben noch das ein oder andere Mal in die Knie zwingen. Also kein Problem. Wir machen das auf jeden Fall. Wir haben uns trotzdem überlegt, was sollen wir denn eigentlich jetzt, heute, um 19:15 mit diesen Minuten anfangen, die wir auf ProSieben live zur Verfügung haben. Und das ist uns eingefallen. Es gibt ein paar Leute, die vielleicht mehr zu sagen haben als wir. Ja, vor allem auch sinnvollere Sachen zu sagen haben vielleicht als wir. Wenn wir 15 Minuten hier haben wollen, dann nehmen wir uns die. Wir denken aber, es ist sinnvoll, dass wir diese 15 Minuten vielleicht gar nicht für uns nutzen, sondern für Menschen, die eine Message haben. Und dafür hole ich schon mal den Gaststuhl. Ja, weil, wenn man jetzt sagt, ja, Leute, die mehr zu sagen haben als ihr, Joko und Klaas, da gibt es eine Menge, zum Beispiel meine Mutter, ja. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die Themen mitbringen, die so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient haben und die kommen jetzt. Mein Name ist Pia Klemp. Ich war Kapitänin des Rettungsschiffs Juventa im Mittelmeer. Ich war auch dabei, als es im August 2017 in Italien unter fadenscheinigen Begründungen beschlagnahmt wurde, wo es seitdem an der Kette liegt. Ein Schiff, mit dem allein 14.000 Menschen in Seenot das Leben gerettet wurde. Ich fuhr weitere Einsätze auf der Sea-Watch 3 und sah dabei nicht nur Menschen elendig ertrinken, sondern auch Menschenrechtsverletzungen im Mittelmeer alltäglich sein. Wir werden Zeuge davon, was Männer, Frauen und Kinder auf sich nehmen müssen, wenn ihnen sichere Einreisewege verwehrt werden. Wie Flüchtlingsboote von europäischen Kriegsschiffen ignoriert werden und davon, wie libysche Milizen brutal Menschen entführen. Wir nehmen Flüchtende von überfüllten, seeuntauglichen Schrottbooten auf, manchmal zu spät. Tagelang fuhr ich mit einem toten, zweijährigen Jungen in der Tiefkühltruhe in internationalen Gewässern auf und ab, weil kein europäisches Land ihn retten wollte, als es noch möglich war, und sie uns dann einen sicheren Hafen verwehrten. Seine Mutter war auch bei uns an Bord, lebendig. Was sage ich einer traumatisierten Frau, deren Kind da in meinem Tiefkühler liegt, über den Friedensnobelpreisträger EU? Die Europäische Union setzt seit Jahren auf Migrationsabwehr. Sie lässt Menschen wissentlich ertrinken, macht Flüchtende und Migrantinnen zu Illegalen, blockiert die zivile Seenotrettung und finanziert stattdessen libysche Milizen, die in unserem Namen Menschen in ein Bürgerkriegsland verschleppen,
wohin Vergewaltigung, Folter und der Tod drohen. Das ist die Realität und die Normalität europäischer Außengrenzen. Als Folge der gezielten Abschottungsstrategie bleibt das Mittelmeer die tödlichste Grenze der Welt. Und innerhalb Europas, da wird Solidarität mit Menschen in Not kriminalisiert. Derzeit laufen über 100 Ermittlungsverfahren wegen sogenannter Solidaritätsverbrechen. Dabei geht es um banale Dinge wie das Bereitstellen von Wasser, Nahrung, Obdach. Italien ermittelt mit einem unfassbaren Aufwand gegen uns, gegen 10 Crewmitglieder der Juventa, wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Im Falle einer Verurteilung drohen uns bis zu 20 Jahre Haft, dafür, dass wir Leben gerettet haben. Die Menschen, die bei uns an Bord waren, waren allesamt traumatisiert. Kaum einer von uns kann behaupten, er könne verstehen, was Vertreibung, jahrelange Flucht, Verfolgung und Todesangst bedeuten. Die Geschichten, die sie uns erzählen, die wir in ihren müden Augen und an ihren Folternarben lesen können, beschreiben unfassbares Grauen. Es steht uns nicht zu, die Beweggründe ihrer Suche nach Zuflucht zu hinterfragen, während ihr Leben in unmittelbarer Gefahr ist. Das Retten von Menschen auf See ist eine Pflicht, nicht bloß ein Recht und ganz bestimmt kein Verbrechen. In den nächsten Monaten werden wieder tausende Menschen versuchen, die Hölle Libyens zu entfliehen. Der Seeweg ist ihre einzige Chance. Wenn jetzt nicht sofort was passiert, dann werden wir in wenigen Monaten wieder auf tausende Tote blicken. Ich komme aus einer Generation, die damit aufwuchs, ihre Großeltern fragen zu müssen, was habt ihr damals dagegen getan? Jetzt bin ich Teil der Generation, die sich genau die gleiche Frage von ihren Enkeln wird gefallen lassen müssen. Wir, die Juventa 10, lassen uns nicht einschüchtern und wir werden weiterkämpfen für eine Welt, in der wir leben wollen, in der alle leben dürfen. Wir brauchen Solidarität mit Asylsuchenden und Migranten. Wir brauchen Solidarität mit allen Helfern und Crews der zivilen Seenotrettung. Und wir brauchen Solidarität mit denen, denen jetzt ein Schauprozess gemacht wird. Guten Abend, mein Name ist Dieter Puhl. Und ich arbeite als Sozialarbeiter bei der Berliner Stadtmission seit 27 Jahren im Bereich der Obdachlosenhilfe. Ich kenne nicht einen obdachlosen Menschen, dem es auf den Straßen Berlins oder im Bundesgebiet wirklich gut geht. Und ich versuche das mal für euch zu visualisieren. Ich habe die letzten Jahre in der Bahnhofsmission am Zoo gearbeitet. Da steht ein Abschiedsbaum vor der Tür. Den haben wir gepflanzt, weil wir eigentlich Menschen helfen wollen. Aber wir begleiten sie, wenn es sein muss, auch in ihrem Sterben oder über ihr Sterben hinaus. Das erste Bändchen, das wir anbrachten, ein blau-weißes, war Klaus. Klaus starb mit 38 Jahren an Heroin und Glühwein. Und uns ging das mies, mit 38 Jahren zu sterben. Das ist furchtbar. Kleiner Exkurs, die meisten obdachlosen Menschen in Deutschland sterben 15 Jahre eher als der Rest der Bevölkerung. An dem Baum ist das Bändchen von Sigi. Sigi kam mit 63 Jahren im Rollstuhl, ein Unding, du sitzt im Rollstuhl und bist obdachlos auf der Straße. Jeden Abend hilflos in die Bahnhofsmission, war bis zur Halskante eingekotet, einuriniert, stark betrunken, sehr hilflos. Liebe und Barmherzigkeit, wenn du diesen Menschen jeden Abend unter die Dusche steckst, neu anziehst, wohl wissend, dass er 2 Stunden später wieder am Bahnhof Zoo so liegt. Bei Sigi haben wir es geschafft, ihm eine eigene Wohnung zu vermitteln, Seniorenwohnheim, und dort starb er später. Ein Erfolg. Für uns sind es Erfolge, wenn obdachlose Menschen in sauberen Betten schlafen. In Deutschland muss doch niemand obdachlos sein. Ich kann das wirklich nicht mehr hören, weil das theoretisches Gewäsch ist. Die Wirklichkeit ist eine andere. Viele Menschen sind einfach nicht durchsetzungsfähig, haben nicht das richtige Fett auf ihrer Seele, sind nicht unbedingt die Kämpfertypen. Sie haben doch selber Schuld, ist das Nächste, was wir ständig hören. Also ob Obdachlosigkeit eine Frage der Schuld ist. Wenn du 40 Grad Fieber hast und im Bett liegst, wenn du krebserkrankt bist, sagt dir auch kein Mensch, du hast doch selber Schuld. Letzter Punkt, Sie sollen doch mal mit dem Saufen aufhören. Ich oute mich, ich bin starker Raucher, ich rauche leidenschaftlich gern. Wenn ich hier oben den Schalter hätte,
den ich betätigen könnte. Ich höre mit dem Scheiß Rauchen auf. Ich hätte ihn schon 100 Mal betätigt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, auf obdachlose Menschen zuzugehen, macht es bitte. Blendet sie nicht aus in eurer Wahrnehmung. Geht nach Möglichkeit respektvoll auf sie zu. Und Champions League in der ganzen Sache ist, wenn man sich traut, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, ob sie nun aus Deutschland kommen, ob sie aus Rumänien kommen oder vom Rest der Welt. Für mich, liebevoll ausgedrückt, sind es große Kinder, die wir in unserer Gesellschaft ein Stückchen an die Hand nehmen müssen, um die wir uns kümmern müssen, die wir beschützen müssen. Joko und Klaas haben mich eingeladen, Ihnen heute Abend eine Geschichte zu erzählen. Zwar ist es meine Geschichte, meine und die von meinem Mann Horst. Wir sind Hamburger und kommen aus der Großstadt, wie es für Hamburger nicht anders geht. Und haben uns in der zweiten Lebenshälfte überlegt, wir wollen was ganz anderes machen, wir ziehen aufs Land. Wir suchten und fanden dann auch recht schnell ein Haus, einen wunderschönen historischen Forsthof an der mecklenburgischen Ostseeküste und zogen um. Also landeten wir in dem kleinen Dorf Jamel in Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht klingelt es jetzt schon bei dem einen oder anderen bei dem Wort Jamel. Das Dorf ist leider zu trauriger Berühmtheit gelangt. 2004 sind wir hingezogen, ein Jahr später ging der Terror los. Wir hatten dort nämlich vorgefunden einen berüchtigten Neonazi als Nachbarn, hatten es uns zugetraut, was soll uns passieren? Wir haben schon ganz andere Situationen überstanden. Doch dann zogen immer mehr Nazi-Familien in dieses winzige Dorf. Wir haben 11 bewohnte Häuser, muss man sich vorstellen. Eins davon ist unseres. Die 10 anderen sind mittlerweile bis auf 2 bewohnt von Nazis mit ihren Familien. Und das äußert sich so, dass sie uns massiv unter Druck setzen, seit Jahren. Es fing 2005 an mit kleinen Sticheleien, mit Pöbeleien, mit Verpisst-Euch-Rufen über den Gartenzaun hinweg. Dann kamen Sachen wie eine tote Ratte bei uns im Briefkasten. Kann man auch drüber lachen und denken, die haben zu viel Mafia-Filme gesehen. Doch es ging weiter. Sachbeschädigungen, Diebstähle, Nötigungen. Einmal kam ein Mann aus unserer Nachbarschaft zu uns auf den Hof, sprach mich an und sagte, ich habe gehört, Sie wollen Ihren Hof verkaufen. Ich habe Interesse. Ich sagte, wir wollen weder verkaufen, noch würden wir mit Ihnen oder anderen Nazis Geschäfte machen. Da setzte er dann hinzu, Sie sollten sich das überlegen und verkaufen, solange sie noch können. Das Ganze ging weiter. 2015 haben unbekannte Brandstifter unsere große Scheune in Flammen gesetzt. Es war eine furchtbare Nacht. Unser Wohnhaus steht nämlich 6 Meter entfernt vom Standort der Scheune. Das heißt, wir hatten in der Nacht wahnsinniges Glück, dass wir weder verletzt wurden, noch unsere Gäste verletzt wurden. Aber das hat uns wirklich noch mal ganz eindrücklich gezeigt, mit was für Menschen wir es da zu tun haben, die ihre politische Gesinnung mit Gewalt durchsetzen wollen, mit menschengefährlicher Gewalt. Was haben wir getan, fragen Sie sich ja. Wieso wohnen wir immer noch da? Wir haben es gekehrt. Wir haben gesagt, wir müssen die Informationen darüber, was in diesem winzigen Dorf passiert ist, an die Öffentlichkeit bringen. Wir laden die Öffentlichkeit zu uns ein. Wir machen große Feste auf dem Hof. Wir veranstalten mittlerweile im 14. Jahr ein großes Rockfestival, einmal im Jahr. Jamel rockt den Förster, heißt das. Und wir haben zum Glück sehr viel Unterstützung bekommen in den ganzen Jahren. Mittlerweile sind Stars wie Herbert Grönemeyer bei uns zu Gast. Die Toten Hosen unterstützen uns seit Jahren schon. Die Ärzte waren bei uns, Kasper und Materia, ganz klangvolle Namen, die alle gemerkt haben, es ist total wichtig, dass genau in diesem Dorf demokratischer Gegenwind passiert. Und wie geht es besser als mit Kultur, mit Musik? Musik verbindet. Insofern würde ich allen Leuten sagen, die Opfer von rechter Gewalt werden, die drangsaliert werden von Rechtspopulisten, Rechtsextremen, Rechtsradikalen, wehrt euch, lasst euch nicht einschüchtern, es lohnt sich.